Ob Fernseher, Laptop oder Smartphone, eines haben alle Geräte gemeinsam. Sie verbrauchen Strom. Aber spätestens, wenn der Messstellenbetreiber zum Ablesen des Zählerstandes vorbeikommt, werden wir dann mit so einem Gerät hier konfrontiert. Die wird es aber in Zukunft nicht mehr geben. Denn Stromzähler werden digital und zum Teil sogar intelligent. Aber wo liegt da eigentlich der Unterschied? Der digitale Zähler hat einen internen Speicher, so dass die Verbrauchswerte des letzten Tages, der letzten Woche, des Monats oder des Jahres eingesehen werden können. Ein intelligenter Zähler ist zusätzlich auch noch internet- und kommunikationsfähig. Intelligente Stromzähler, auch bekannt als Smart Meter, können meine genutzte und selbst erzeugte Energie messen und dokumentieren. Das Besondere ist, dass der Verbrauch auch aus der Ferne abgelesen werden kann. So kann ich mir die Verbrauchswerte des Vortages in Viertelstundenintervallen über eine Internetseite oder App ansehen. Und der Messstellbetreiber muss nicht mehr einmal im Jahr zur Ablesung vorbeikommen oder mich dazu auffordern. Stattdessen können meine Daten direkt an ihn übermittelt werden. Dazu werde ich allerdings vorher einmalig informiert, damit ich Bescheid weiß, wer wann auf meine Verbrauchsdaten zugreifen möchte. Intelligente Zähler sind sehr sicher. Die Kommunikationsschnittstelle der intelligenten Messsysteme muss hohe Sicherheitsstandards erfüllen, damit niemand Unbefugtes die Daten auslesen kann. Ob der Standard erfüllt wird, prüft das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Zudem greift auch hier der Datenschutz. Damit ist ganz klar geregelt, dass nur diejenigen Zugriff auf die Messdaten haben dürfen, die diese Daten zum Beispiel zum Abrechnen von Strom zwingend benötigen. Mit dem Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende wurde beschlossen, dass ein intelligenter Zähler ab einem Stromverbrauch von über 6000 Kilowattstunden im Jahr in Deutschland Pflicht ist. Das wird im Durchschnitt aber meist erst bei einem Haushalt mit 5 bis 6 Personen erreicht. Alle anderen können in begründeten Fällen einen intelligenten Zähler bekommen und müssen aber wenigstens einen digitalen Stromzähler haben. Der Einbau der Stromzähler erfolgt stufenweise. Aber spätestens bis 2032 muss jeder Zähler modern oder intelligent sein. Intelligente Stromzähler sind nicht nur smart, sie leisten auch einen wichtigen Beitrag zur Energiewende. Wegen des steigenden Anteils an erneuerbaren Energien, die je nach Wetterlage mehr oder weniger Energie produzieren, muss auch das Stromnetz intelligenter werden, um unterschiedlichen Belastungen standzuhalten. Die intelligenten Messsysteme können Daten, natürlich verschlüsselt, übermitteln. So ist es erkennbar, wie viel Strom an welcher Messstelle zu einer bestimmten Zeit genutzt wird. Das ist vor allem vor dem Hintergrund wichtig zu wissen, da sich durch die vermehrte Verbreitung von zum Beispiel E-Autos oder Photovoltaikanlagen der Stromverbrauch individueller Haushalte von Tag zu Tag stark ändern kann. So ist er häufig nicht mehr so gut vorhersehbar, wie man es aus der Vergangenheit kennt. Je nach Höhe des aktuellen Stromverbrauchs kann dementsprechend die Stromerzeugung angepasst werden und zum Beispiel Kraftwerke hoch- oder runtergefahren werden. Mit einem intelligenten Zähler habe ich einen besseren Überblick über meinen Stromverbrauch, eventuelle Stromfresser und die damit verbundenen Mehrkosten. Und so bekomme ich ein besseres Verständnis über meinen eigenen Verbrauch. Wenn ich die Stromfresser dann entferne oder austausche, kann ich viel Strom sparen. Das ist gut für die Umwelt, aber auch für meinen Geldbeutel. Wenn ich einen intelligenten Stromzähler haben möchte, dann kann ich mich an meinen Messstellenbetreiber, dies ist meist der örtliche Netzbetreiber, wenden. Ab einem Stromverbrauch über 6000 Kilowattstunden wird der Messstellenbetreiber aber automatisch einen Umbau vornehmen. Messstellenbetreiber? Netzbetreiber? Du weißt nicht, wer was macht? Dann schau dir doch gerne mal das Video unter dem i-Punkt an. Aber kostet mich der Umbau eigentlich etwas? Mit der Pflicht für den intelligenten Stromzähler können zusätzliche Kosten anfallen, da der Smartzähler an sich schon teurer ist als ein alter analoger Zähler. Die Bundesnetzagentur gibt jedoch vor, wie hoch die Kosten für einen Smart Meter maximal sein dürfen. Auch wenn ich zwar im ersten Moment mehr für den Zähler zahlen muss. In Summe kann ein intelligentes Messsystem für mich als Endverbraucher trotzdem zu erheblichen Einsparungen im jährlichen Stromverbrauch führen. Wenn ich eben durch die neuen Einblicke, die das intelligente Messsystem mir bietet, mein Verbrauchsverhalten ändere und dadurch weniger Strom benötige.
Bei nicht internetfähigen Messeinrichtungen kann man sich den Stromverbrauch des letzten Tages, der letzten 7 oder 30 Tage anzeigen lassen. Dazu benötigt man eine PIN, die dann über Lichtsensoren mit einer Taschenlampe im Zähler eingegeben werden kann. Wenn ich die PIN nicht in meinen Unterlagen finde, kann ich den Messstellenbetreiber danach fragen. Bei intelligenten Messsystemen kann ich, wie vorhin erwähnt, meinen Verbrauch einfach auf Websites oder Apps einsehen. Ganz schön beeindruckend, was Stromzähler heutzutage alles drauf haben. Wenn ihr noch mehr Tipps zum Thema Energiesparen braucht, dann schaut doch mal auf unserem Kanal vorbei. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.